So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Advanced Wars 2 Black Hole Rising. Und wir sind hier immer noch in Green Earth und haben da noch drei Missionen zu erledigen. Und welche machen wir zuerst? Chess oder Eagle? Ich weiß gar nicht mehr, die letzte Aufnahme liegt ewig zurück. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, was ich als nächstes tun werde. Aber ich denke mal, ich mache Eagle zuerst. Kat, wie geht es mit dem Laser voran? Einsatzbereit. Ich habe ihn ein bisschen verbessert. Er feuert jetzt jeden Tag. Super fies. Schick. Wie steht es bei dir, Helmut? Meine Truppen sind dort aufgestellt, wo du sie haben wolltest. Jetzt werden wir die Streitkräfte von Orange Star endgültig wegfegen. Warum ist Orange Star auch hier? Wir sind auch in Green Earth, oder? Sie wollten offenbar Samariter spielen und mitmischen. Selbst schuld. Dann greifen wir bald an. Nein, vorher fordern wir sie zur Kapitulation auf. Ihr Kommandant ist ein junges, unerfahrenes Mädchen. Sie wird sicher klein beigeben. Los Leute, bleibt standhaft. Die Verstärkung aus Green Earth ist schon auf dem Weg. Haltet durch. Kommandantin, wir erhielten ein Kommuniqué von Black Hole. Was steht darin? Sie fordern uns unsere Kapitulation. Man wartet auf unsere Antwort. Kapitulation? Gut, hier ist meine Antwort. Du liest sie ihm das wortwörtlich aus. Mission 30, schnelle Hilfe. Kommandant, Black Hole hat Orange Star zur Kapitulation aufgefordert. Ich glaube, Tammy führt ihre Streitkräfte von Orange Star an. Wie lautet ihre Antwort? Nun, kurz gesagt, sie hat ihre Forderung schlichtweg abgelehnt. Was genau waren ihre Worte? Das lese ich lieber nicht vor. Ihre Wortwahl war wenig diplomatisch. Und wenn schon, dürfte ich es aufschreiben und sie lesen es dann selbst? Kommandant? Herrlich unverblümte Ausdrucksweise. Es wäre eine Schande, wenn sie in die Fänge von Black Hole geriete. Sicher, das wäre es. Alle verfügbaren Streitkräfte sollen sich bereit machen. Wir brechen auf. Kommandant, der Gegner ist in der Überzahl. Wir müssen ihn nicht Mann gegen Mann gegenübertreten. Entweder wir konzentrieren uns auf die Laser oder wir nehmen ihre Besitzungen ein. Eins von beiden. Unser Ziel ist es, die Belagerung zu unterbinden. Das ist alles. Green Earth steht den Schwächeren bei. Rette die Orange Star Army. So. Wir haben hier wieder zwei Armeen. Zum einen Eagle von Green Earth und Tammy bei Orange Star. Und Tammy ist hier ein bisschen umzingelt. Missionsziel recht einfach. Wir müssen diese vier Laser kaputt schießen. Und alles, was wir dafür brauchen, haben wir eigentlich bereits. Wir haben zwei Bomber. Das ist mehr als genug. So, und ich muss nur schauen, wo war ich hier nochmal die Todeszone? Das waren die zwei Felder, okay. Jupp, hier ist kein Laser mehr. Der Flak kommt hier auch noch nicht ran. Vorhin kommt der Flak auch nicht hin, ne? Ohne eine Gabe, weil wir spielen hier ja gegen Adder. Bei dem muss man immer mit solchen fiesen Sachen rechnen. Wie mache ich das? Ach, der bleibt einfach da. Zuerst mal muss ich hier ein bisschen was ausschalten, was mich hier ein bisschen stört. Das wären vor allem seine Anti-Air-Einheiten. Die sind mir nämlich viel zu anti. So, mehr
kann ich jetzt erstmal hier nicht machen. Aber wir sind ja mit Tammy noch dran. Und mit ihr muss ich mich auch erstmal ein bisschen verteidigen. Dazu ziehe ich mich eigentlich immer am liebsten in das Eck da hinten zurück. Nachdem die Laser ja jetzt jeden Tag feuern, müssen wir da auch jederzeit darauf vorbereitet sein. Hat der Typ hier eigentlich schon stehen? So, an die Missel komme ich nicht ran. Aber die stört mich momentan auch gar nicht. Weil die erreicht eh keine meiner Flugeinheiten. Der stört mich auch nicht sonderlich. An die beiden Bomber komme ich aber nicht ran. Ich krieg nicht mal einen von den beiden. Dann schießen wir wenigstens die K-Helis vom Himmel. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht in den beiden Feldern stehe, wo die Laser schießen. Dem muss ich aufpassen, weil der hat in der nächsten Runde garantiert eine Gabe. Weil soweit ist er schon gecharged. Das heißt, ich kann diesen Jagdpanzer dann nicht gefahrlos wegmachen, ohne zumindest einen Copter zu opfern, aber ich glaube, das bin ich gewillt einzugehen. Ein Copter gegen den Jäger. Und einen Jagdpanzer. Copter habe ich eh genug. Sind auch schneller nachproduzierbar. So. Amy ist noch dran. Die muss einfach nur überleben. Mehr zählt nicht. Setzt seine Gabe ja nicht mal ein. Wie nett.
heißt aber auch, dass in der nächsten Runde eine Spezialgabe von ihm kommt. So, zuerst mal den Jäger darunter schießen. Machen wir das gleich so. Auf Dauer nervt mich die Missile ja schon ein bisschen, dann lieber jetzt weghauen. Ja. Dann hat er jetzt einen Bomber weniger. Auch noch mal damit hoch, damit ich die zu Hilfe zu Antemi darauf schicken kann. Weil vor allem mal ist es wichtig, dass sie überlebt. Das steht über allem anderen in der Priorität. Die Laser können wir danach immer noch kaputt machen. Ein weiterer Bomber weg. Dann erledige ich mal noch den K-Heli hier. Wenn er schon so schön dasteht. Brauche ich nicht mehr so dringend, nachdem ich jetzt die Jäger von Eagle da hinten gleich habe. Nachdem er keine Jäger mehr hat, kann ich ihm jetzt in aller Ruhe seine Flieger vom Himmel runterschießen. Küsse den Boden, auf dem Erde der Anmütige gewandelt. Er sollte sich auch mal neue Sprüche einfallen lassen. Vor allem hört man seine so oft, weil seine Gabe viel zu oft gecharged ist. Wird langsam ein bisschen eng da hinten für Tammy. Bis zu meiner eigenen Spezialgabe dauert es noch so lange. Dafür ist mir wahrscheinlich noch zu wenig kaputt gegangen.
Okay, die Missile kann den Bomber runterschießen. Das heißt, um den muss ich mich jetzt mal nicht so unbedingt kümmern. Ich tue es aber, glaube ich, trotzdem, weil die Missile kriegt den Bomber nicht hundertprozentig runter. Meine Jäger schaffen das sowieso. Auch wenn er sich eine Gabe reingepfiffen hat. Kommandant, wir haben Kontakt mit den Orange Star Truppen aufgenommen. Okay, beschützt sie. Es ist unsere Pflicht, die Einheiten von Orange Star zu retten. So, das habe ich auch vor. So, jeder Laser hat einen toten Winkel. Der wird von unten und von links beschützt. Das heißt, ich kann ihn von oben oder von rechts angreifen. Da nirgendwo eine Missile bereitsteht, die das tun könnte, mache ich das jetzt mal von oben. Zumindest schon mal eins von diesen Schrottteilen da weg. Den Raketenwerfer hier noch weg. Den Flughafen hier besetze ich sowieso irgendwann noch. War's vorerst mal. So, jetzt ist dann nur noch... sind nur noch 2 K-Helis. Das ist auch schon mal gut. Den Raketenwerfer kann da zwar jetzt immer noch ran, aber egal. Ist ja nicht so, dass ich den noch brauchen würde. So, schauen wir mal, ob wir das schon hinkriegen mit der Gabe in der Runde. Wenn es klappt, wäre das jetzt echt cool. Kriege ich es hin oder nicht? Das ist die Frage. Aber ich denke mal ja. Ich mache ihm jetzt einmal noch ein bisschen was kaputt. Dann klappt das schon.
Jupp, da haben wir sie ja auch schon. Moment, kommt der? Nee, da kommt hier ein Panzer ran. Weiter Laser weniger und dann müssen wir nur noch den da und den da zerstören. Und verdammt, der hat da oben schon wieder einen Jäger gebaut. Das durchkreuzt jetzt meine Pläne so leicht. Ich gebe ihm jetzt erstmal einen Lightning Strike. Was er doch für irgendwelche Kreaturen. Den Rest konnte ich nicht mehr lesen. So. Der Laser wird halt allerdings komplett rundum geschützt von dieser Missile. Ich hau ihn jetzt aber trotzdem kaputt. Ein Schuss von der Missile hält er nämlich aus, vor allem mit der Spezialgabe. Wie weit kommt denn der? Der kommt bis hierher. Da. Also bis 2 Felder nördlich vom Raketenwerfer kommt da. Ja, bin ich noch genau aus der Reichweite draußen. Kann ich nächste Runde gewinnen. Ja, recht viel mehr muss ich nicht mehr machen. Nächste Runde muss ich nur noch mit meinem Bomber den Laser weghauen. Das war's dann nämlich auch schon. Er hat nicht meine Spezialgabe bereit, habe ich mir ganz umsonst die Sorgen gemacht. Aber wie gesagt, der Bomber hält das aus. Ich glaube, den Technik-Score habe ich auch erfüllt. Hoffe ich mal. Ja, müsste ich in der Runde gemacht haben, in der ich ihm die ganzen Flieger runtergeschossen habe. Also dann. Alles in Ordnung, Tammy? Eagle, du bist also unser Retter. Verzeih mir, ich wollte Green Earth nicht zur Last fallen. Sei nicht albern. Wir wollten euch Vorräte zukommen lassen und gerieten selbst in Bedrängnis. Jeder macht mal Fehler. Es ist ja alles gut gegangen. Brechen wir auf. Ja, aber... Tammy... Ich sage das nicht, um deinen Stolz nicht zu verletzen. Orange Star kam her, um Green Earth im Kampf beizustehen. Diese Tatsache allein war schon unglaublich aufbauend für meine Truppen. Danke, Eagle. Ich habe dir zu danken. Wir brauchten diese Vorräte dringend. Du hast uns wirklich sehr geholfen.
Eagle. Mission complete. Okay, doch nicht ganz die Kraftpunkte voll, aber für den S-Rang hat's gereicht. Bei diesem Gegner kenne ich keine Erbarmen.